Hallo Skatfreunde, heute möchte ich mit euch auf die gängigsten Kneipenregeln anstoßen und da haben wir natürlich auch schon das Wichtigste, hoch die Tassen, Prost. Diese Gläser hier sollten üblicherweise niemals leer sein und wenn hier die Frage ist, was ist denn das? Natürlich Ananassaft mit ein bisschen Sprudel, aber ohne weitere Umdrehung, Prost. Ah, ja, und das ist vielleicht schon das Wesensmerkmal einer Kneipenskatrunde und auch von Kneipenskatregeln. Es geht darum, den Umsatz hochzutreiben, damit hauptsächlich natürlich getrunken werden kann. Aber Kneipenregeln sind auch die Geldskatregeln. Das heißt, in der Kneipe wird Cash Game gespielt. Es wird direkt jedes Spiel gegeneinander abgerechnet. Und das ist schon so ein bisschen dieses Casino-Ding. Da wird sehr viel mit Verdoppeln und mit weiteren Gewinnstufen gearbeitet, um einfach den Spannungsfaktor, sagen wir mal, hochzutreiben oder einfach auch nur die Varianz. Es sollen höhere Ergebnisse sowohl im Plus als auch im Minus möglich sein und das wird auch erzielt übrigens. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum die Kneipenregeln zu Recht keinen Platz in den Skat-Turnieren haben und in der internationalen Skat-Ordnung, denn damit wird der Leistungsvergleich nicht nur erschwert, sondern im Prinzip kurzfristig auch mittelfristig unmöglich gemacht. Und auf der anderen Seite, man sollte Kneipenregeln vielleicht auch nicht unbedingt in der Fremde spielen, wo man die Leute noch nicht so kennt, denn solche Verdopplungstaktiken, Contrary und so weiter, die öffnen ein Stück weit auch den Betrug oder sagen wir mal mindestens gewissen Schmutzeleien Tür und Tor. Also Kneipenregeln bitte erstmal mit kleineren Einsätzen und mit Freunden erproben und dann, wenn ihr glaubt, ihr habt das alles richtig drauf, dann könnt ihr natürlich mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Aber jetzt wollen wir mal dazu kommen. Die wichtigste Kneipenregel ist das Kontra. Und das Kontra ist die Möglichkeit der Gegenpartei, den Spielwert zu verdoppeln. Ein Gegenspieler, der glaubt, hey, ich habe 4, 5 Trümpfe dagegen oder der sonst wie das Gefühl hat, der Alleinspieler wird hier verlieren, sagt einfach Kontra. Der Mitspieler kann da gar nichts gegen tun. Der ist in dem Sinne dann gleich mitgefangen. Und das gesamte Spiel zählt dann einfach doppelt. Gibt es auch noch verschiedene Varianten oder Benamungen, wie man so ein Kontra mitgeben kann. Ne? Schuss ist bekannt, Stoß mit Berieselung, mit Musik, der zählt doppelt. Also schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, auf welche Weise ihr euren Skatfreunden am liebsten ein kleines Stößchen mit auf dem Weg gebt. Wichtig, beim Kontra gibt es unterschiedliche Auslegungen darüber, wann ein Kontra gesagt werden darf. Die ganz strenge Variante sieht vor, dass bevor zum ersten Stich ausgespielt wird, nur dann Kontra gesagt werden darf. Das bedeutet natürlich, der mögliche Alleinspieler darf nicht Spiel ansagen und sofort eine Karte auf den Tisch legen. In der Variante müsste er schon den Mitspielern oder den Gegenspielern ein bisschen Raum geben, auch ein Kontra zu formulieren. Die etwas gängigere Variante sieht allerdings vor, dass jeder, solange er noch 10 Karten in der Hand hat, Kontra sagen darf und dann zum Beispiel auch der Gegenspieler in Hinterhand erstmal angucken kann, was passiert hier im ersten Stich. Vielleicht legt der Alleinspieler schon ein Ass, was er stechen kann und dann kann er mit den 10 Karten noch das Kontra sagen. Und die ganz weiche Variante sieht vor, dass du sogar bis zum zweiten Stich noch Kontra sagen kannst. Das muss also verabredet werden. Ebenso gibt es gewisse Unterschiede dahingehend, wann man überhaupt Kontra sagen darf. Es gibt Auslegungen, da kannst du jederzeit immer Kontra sagen. In anderen Varianten musst du selber mindestens mit gereizt haben. Oder der Alleinspieler darf das Spiel zumindest nicht komplett ohne Gegenreizung bekommen haben. Was ich auch schon gehört habe, wenn du etwa selber die 3 oberen Buben hast, musst du mindestens 36 gereizt haben, um Kontra sagen zu dürfen. Das wären also so Varianten, die das so ein bisschen abschwächen sollen, dass der Alleinspieler einfach zugemauert wird und dann mit 3, 4 Buben ein Kontra um die Ohren bekommt. Das also ist das Kontra und sicher die wichtigste Kneipenregel. Man merkt diesen Casino-Approach einfach verdoppeln. Jetzt hat der Alleinspieler dann allerdings auch die Möglichkeit, das eben zu beantworten mit einem Re. Mit einem Re sagt er, hey, schön, dass du mir Kontra gegeben hast. Ich glaube dennoch, dass ich gewinne.
hab mal so viele Trümpfe dagegen, wie du meinst. Wir machen es jetzt nochmal doppelt. Dann zählt es also nicht zweifach, sondern vierfach im Guten wie im Schlechten gewonnen oder verloren. Und dann kann es eben schon richtig teuer werden. Wichtig, der Alleinspieler kann nicht einfach so Reh sagen und sein Spiel verdoppelt, sondern natürlich nur, wenn vorher ein Kontra gekommen ist. Ja, die ganz Harten spielen es noch mit mehreren weiteren Verdopplungen. Theoretisch ja beliebig, aber irgendwann steht dann auch nur noch der Pleitegeier. Ne? Kontra, Reh, Bock, Hirsch, Geweih, das sind so die Stufen, die ich noch so kenne. Es mag noch Tisch, Bein, es mag noch weitergehen. Ne? Dann ist es nicht mehr verzweifacht, vervierfacht, verachtfacht, versechzehnfacht, ver32-facht, 64-facht, was auch immer. Irgendwann ist ein einziges Spiel so viel wert wie dein ganzes Haus oder dein Auto zumindest. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr diesen Quatsch bis zur Unendlichkeit und noch weiter mitmacht oder ob ihr da irgendwo eine Grenze setzt. Ja, das sind die üblichen Geschichten. Und dann haben wir auch noch, was meistens dazu kommt, Bock und Ramsch. Zum Beispiel nach dem verlorenen Kontra, nach dem Granghand, nach dem Spiel auf 60 gibt es Bock und Ramschrunden. Bock ist auch einfach nur eine Verdopplung der Spielaugen, des Gesamtwertes des Spiels. Schwächt dann so ein bisschen den Ramsch wieder ab, weil Ramsch ja sehr teuer ist, dass dann zumindest auch die Skatpartien, die vor dem Ramsch kommen, wenigstens doppelt zählen, damit das die Verhältnismäßigkeit zum Ramsch ein bisschen anders genannt ist. Wurde mir in meinem letzten Video zum Thema Ramschen ja auch in die Kommentare geschrieben, ein bisschen vorgeworfen, dass ich da das Kontra nicht mit erwähnt habe, aber das ist halt so ein großes eigenes Thema, das wollte ich hier in diesem Video verpacken. Also, übrigens zwischendrin, ne, warte mal, nehmen wir mal den, ne? Prost, nie vergessen, auch, gehört auch dazu, immer ab und zu mal ein Trinken. Gehört also hiermit dazu, man kann das Kontra natürlich auch noch mit dem Ramsch kombinieren. Meistens ist es beim Schieberamsch nicht gestattet, noch Kontra zu geben. Da wird es durch Schieben und so weiter sowieso im Zweifel teuer genug. Wenn aber ein Spiel eingepasst wird, wird auch häufig geramscht. Dann ohne Schieben, sondern Skat geht einfach zur Seite. Und in dieser Variante des Ramschens ist dann häufig auch wieder ein Kontra gestattet von einem beliebigen Mitspieler. Ja, das ist schon mal so die Hauptvarianten, um einfach Spielwerte zu verdoppeln oder zu vermultiplizieren. Es gibt noch weitere kleinere Skat-Kneipenregeln, die an dem Faktor arbeiten und die einen höheren Reizwert ermöglichen. Auch die sehr interessant. Bevor ich dazu komme, kurzer Ausflug zu den Skat-Freunden. Mein neues Skat-Projekt, eine Skat-App der neuesten Generation, befindet sich aktuell in der Entwicklung, wird es 2025 in die App-Stores schaffen. Ihr solltet das Ding schon mal auf dem Zettel haben. Skat, wie es zwischendurch richtig Spaß bringt. Ich und mein Team, wir hängen uns ständig und jeden Tag dafür rein, wirklich was Neues zu schaffen. Und wenn ihr neugierig seid und die Sache auch jetzt schon verfolgen wollt, dann kommt doch gerne in die Skat-Freunde-Discord-Community. Link unten in der Beschreibung, komplett kostenlos. Ihr könnt euch da inzwischen mit über 1100 weiteren Skat-Freunden austauschen und bekommt aber natürlich auch von uns, von mir, Game-Updates, Entwicklungsfortschritt und naja, zum Beispiel herzliche Weihnachtsgrüße. Falls die bei euch noch nicht angekommen sind, dann seid gerne herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Das motiviert mein Team und mich ungemein. Ja, was haben wir für weitere Kneipenregeln? Ich lege jetzt mal eine Hand auf, habe hier so ein bisschen was vorbereitet, schon eine ganz schöne Verteilung. Kann man sich noch ein bisschen schön trinken, muss man aber nicht. Immerhin mal drei Buben und vier Herzen. Ich hoffe, das ist gut genug zu sehen. Und die erste typische Kneipenregel ist, dass man jedes Spiel auch offen auf dem Tisch spielen kann. Nennt sich Tisch sehr häufig oder eben auch einmal offen, unterschiedliche Bezeichnungen. Bedeutet aber nichts anderes, dass anders als bei den offiziellen Skatregeln man ein Ouvert-Spiel nicht mit Handschneider schwarz angesagt verbinden muss, sondern einfach das Spiel auf den Tisch legen kann. Natürlich bringt das eine Menge extra Informationen für die Gegenpartei und von daher zu Recht, sagen wir mal, eine extra Stufe. Und man kann die Geschichte dann auch noch mit einer weiteren Stufe sich versüßen, indem man beim Aufnehmen des Skates diesen
auch aufdeckt, also rummacht. Das heißt, in dem Fall gehen wir mal von aus, dieser Spieler reizt am höchsten, macht rum, findet jetzt zwei goldene Uhren für ihn. Herz 7 und 8 passt bei ihm am besten. Kann jetzt zum Beispiel diese hier drücken. Und könnte jetzt etwa einen Grang ansagen. Der zählt dann jetzt mit 2, Spiel 3. Rum 4, Tisch 5, also 120 Punkte statt 72 Punkte. Dafür dürfen die Gegner hier in die Karte sehen, was ihnen in dem Fall nicht besonders viel Mehrwert bringt. Eine dritte Variante, die ebenfalls noch einen weiteren Multiplikator hinzufügt und sehr bekannt ist, ist die sogenannte Spitze. Das bedeutet, der kleinste Trumpf muss den letzten Stich machen. Dazu wird er üblicherweise, bei einem Gang wäre es der Karo Bube, aus dem Blatt genommen und offen auf den Skat gelegt, sodass er nicht missverständlich oder missbräuchlich im Spiel genutzt werden kann. Diesen Gang hier sollte man mit Spitze allerdings nur in Vorhand spielen, denn ansonsten kommt man eben zu kurz, muss eine Farbe stechen, Buben ziehen, einmal Herz rausklären und danach hat man eben nicht den Karo Buben, um zu stechen und muss die gesamten Stiche abwerfen. Das bedeutet, man hat hier ein Tempoproblem, das ist das, was typischerweise eine Spitze zu Fall bringen kann, denn wenn der Karo Bube hier eben nicht den letzten Stich macht, wo man sich dazu verpflichtet hat, auch wenn man eben etwa den Buben nicht zieht und dann einem im Spielverlauf die Gegenspieler mit dem Herzbuben etwa den Karo-Buben rausziehen können oder mit einem anderen Trumpf, dann ist das Spiel natürlich verloren. Man hat dann seine Verpflichtung nicht erfüllt. Ja, es ist nicht in jeder Runde gestattet, beim Grang die Spitzen rauszulegen, weil die dann doch so ein Spiel sehr, sehr teuer machen können. Ganz üblich ist es aber eben auch beim Farbspiel. Also nur mal angenommen, der Spieler würde hier Herz spielen, dann könnte er eben auch die Herz 7 als Spitze auf den Tisch legen, verpflichtet sich dann mit der Herz 7, mit der Trumpf 7 den letzten Stich machen. Und es gibt sogar Runden, wo es erlaubt ist, nicht nur eine, sondern auch mehrere Spitzen rauszunehmen, rauszulegen. Ja, der Fantasie sind auch hier natürlich keine Grenzen gesetzt, wie viele Spitzen man denn zur Seite legen darf. In dem Fall heißt es dann, dass ich die letzten drei Stiche mit Trumpf 7, 8 und 9 machen müsste. Zählt dann eben eine weitere Stufe, noch eine Stufe, noch eine Stufe. Gegebenenfalls zählt sogar die zweite Spitze schon zwei weitere Extrastufen. Das sind aber so die typischen Fallstricke auch bei den Kneipenregeln, dass das überall ein bisschen anders gespielt wird. Werden kann und dass man sich deswegen am Anfang da klar auf die Regeln einigen muss, wie viele Spitzen dürfen es denn maximal sein. Meistens ist eben nur eine Spitze das Übliche. Ja, das sind also die Varianten Tisch, Rum und Spitze, die dazu führen, dass man auch beim Reizen natürlich schon immer ein bisschen höher gehen kann, dass das Handspiel ein Stück weit entwertet wird, denn statt jetzt Hand zu spielen, kann ich natürlich auch den Skat rummachen, bekomme die gleiche Stufe, kann trotzdem austauschen. Um das wieder auszugleichen, ist es mancherorts so, dass dann Handspiele wiederum doppelt zählen. Und vor allen Dingen, eine Sache habe ich hier noch nicht erwähnt und die ist natürlich auch wichtig. Beim Kneipenskat spielt häufig noch so ein weiterer vierter Unbekannter irgendwie mit oder auch fünfter, je nachdem wie viele sowieso schon am Tisch sitzen, die sogenannte Pinke. Und bei der Pinke handelt es sich um einen Pott, in den eingezahlt wird. Entweder, wenn ein Spiel verloren wird, zahle ich nicht nur aus an die beiden Gegenspieler, sondern den gleichen Betrag nochmal in die Pinke und typischerweise auch beim Geben, also beim Kartenverteilen, immer der Geber 1 Euro oder 5 Euro oder 20 Cent, was immer nun der Tarif ist. Auf jeden Fall, der Kartengeber tut auch immer schon was in die Pinke, sodass sich hier also so langsam ein ganz beträchtlicher Geldbetrag ansammelt, der dann auch Begehrlichkeiten weckt. Und wie kann jetzt das Geld aus der Pinke erspielt werden? Typischerweise durch einen Granghand, der offen auf den Tisch gelegt wird. Wo diese Variante mit offen nicht gebräuchlich ist, reicht manchmal auch ein Granghand, aber meistens ist es schon so, Granghand offen auf dem Tisch, das macht die Sache richtig kitzlig. Denn natürlich, wenn hier was drin ist und der Granghand ist ja nicht immer lupenrein, aber dann geht man auch mal ins Risiko, wenn dieser Granghand jetzt etwa verloren wird, dann wird die Pinke noch verdoppelt, muss von dem Spieler, der den Granghand verloren hat, die Pinke noch verdoppelt werden. Zusätzlich natürlich die anderen ausgezahlt werden, wenn es da noch ein Kontra bei gab. Könnt ihr mal langsam ausrechnen, was so ein gescheiterter Granghand für die Stimmung bedeuten kann. Ja, das lässt sich am besten aushalten mit natürlich Ananassaft. So, im Prinzip sind wir durch. Einen habe ich noch. Einen habe ich natürlich noch, Bodo. Einen habe ich noch vergessen.
und zwar schenken. Normalerweise, gerade hängt das ein bisschen auch im Zusammenhang mit dem Offenspiel, aber muss nicht mal. Normalerweise wird ja ein Spiel, wenn es angesagt ist, einfach durchgeführt und der Alleinspieler hat die Chance, es Schneider oder Schneider Schwarz zu spielen. Beim Kneipenskat kannst du typischerweise als Gegenpartei eben nicht nur Kontra sagen, sondern du kannst auch Schenken anbieten. Das muss dann allerdings noch von deinem Mitpartner bestätigt werden. Also beide müssen einverstanden sein zu schenken. Und dann wird das Spiel eben direkt aufgegeben, aber nicht in der Stufe Schneider oder Schwarz, sondern einfach. Und wenn der Alleinspieler damit nicht einverstanden ist, wenn er die Spieler Schneider spielen möchte, dann hat er damit jetzt aber Schneider angesagt. Das heißt, das ist anders als in den offiziellen Turnierregeln. Schenken abgelehnt bedeutet Schneider angesagt und kann dann auch wieder mit einem Kontra von der Gegenpartei beantwortet werden. Ne? Also etwa Beispiel, der Spieler sagt jetzt hier Herz, legt ihn doppelt offen auf den Tisch, mit einer Spitze meinetwegen noch. Der Spieler hat gar nicht richtig aufgepasst, sagt Schenken, der hier hat vielleicht die drei Trümpfe dagegen und sagt, nee, Moment, ich will spielen. Dann wird der hier gefragt, okay, nimmst du das? Nee. Der sagt, will spielen, dann wird sowieso gespielt. Aber sagen wir mal, der ist auch einverstanden mit Schenken, dann wird der Alleinspieler gefragt und wenn der jetzt ein bisschen dusselig den Schneider ansagt, vielleicht, dann kann es passieren, dass der hier aufwacht, aus seiner gefühlten Dusseligkeit feststellt, er hat nämlich drei Trümpfe dagegen. Sie machen einen 21er Stich in Pik und mit dem Herz Buben einen Schmierungsstich und sagt jetzt Kontra, denn die Schneider-Ansage, die will er sich mal näher anschauen und dann heißt es am Ende hier in die Pinke auch mit einzahlen. Also, ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Es bleibt zu sagen, hoch die Tassen bitte, Prost auf die gute Regel in der Kneipe. Schreibt mir gerne noch eure Varianten und eure Bezeichnung für die entsprechenden Situationen mal in die Kommentare. Ich weiß, das ist eine echte Fundgrube, da gibt es noch einiges, was erzählt werden kann. In dem Sinne, Prost.